habe ich hier das ganze Teil entfernt. Die Filter sitzen jetzt hier hinten, also unterhalb im hinteren Bereich. Ich klappe das jetzt nochmal nach vorne, dass man das sehen kann. Hier sind die Filter 1, 2. Das muss jetzt ebenfalls aufgeschraubt werden. Ja, mit Schraubenzieher. Kreuzschlitze. Sechs, sieben, acht. Acht Schrauben müssen hier weg. Aufpassen, dass die rausfallen, die Schrauben hier. Erste Schraube. Weg. Jetzt kommt die zweite. Zweite Schraube ist weg. Dritte Schraube in der Mitte. Hinten. Der Polo besitzt zwei Luftfilter, hier und hier. Dritte Schraube. Vierte vorne. Mitte. In der Mitte. Fünf.
oben. Jetzt kann ich das trennende Teil, 4 cm Luftfilter, 2 Luftfilter, 1, 2, die entnehmen wir jetzt und setzen neue ein. Wir haben einen neuen Luftfilter zum Vergleich. Alter, neuer. Jetzt habe ich noch einen Lappen. So, jetzt ist hier noch ein bisschen Feuchtigkeit. Feuchtigkeit fühlt sich hier. Da ist ein bisschen Schmutz, ist auch noch drin. Okay, das ist sauber. Jetzt bauen wir die ganze Geschichte wieder ein. In umgekehrter Reihenfolge. Schau ich da nochmal nach. Also ein bisschen reindrücken die Stücke, aber auch nicht zu viel. So, jetzt sind sie richtig platziert. Und jetzt baue ich die ganze Geschichte wieder zusammen.
zumindest recht. Die schrauben wieder rein.